herzlich willkommen zu unserem neuen DFS Aviation Services Expert Talk. Nach unserer kurzen Sommerpause sind wir jetzt wieder da. Heute ausnahmsweise auf Deutsch, denn wir sprechen über ein Thema, was vor allem in Deutschland interessant ist. Dazu haben wir Rafael Kalusa eingeladen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen über die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen sprechen. Und Rafael ist unser Experte dafür. Und dann wollte ich sagen, starten wir einfach mal. Ja, Rafael, wir sagen ja als Abkürzung immer BNK. Magst du uns erklären, was BNK denn genau bedeutet, damit alle das ein bisschen verstehen können? BNK heißt bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen. Mhm. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine Windenergieanlage erstmal als Lufthindernis gesehen werden muss. Mhm. Heißt, ein Hindernis im Luftverkehr müssen wir insbesondere bei Nacht, gerade bei Dunkelheit, irgendwie kennzeichnen. Und jeder von uns kennt ja diese roten Leuchten, die dann auf dem Maschinenhaus dann blinken. Was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn man natürlich in der Nähe dieser Anlagen wohnt, lebt, dass das natürlich eine gewisse Belastung für Menschen darstellen kann. Mhm. Und dementsprechend ist das Ziel, 95% dieser Lichtemissionen oder dieser Lichtverschmutzung zu reduzieren. Okay. Insbesondere in Gegenden, wo zum Beispiel kein Nutzen ist. Abseits von Luftverkehrswegen, abseits von Flugplätzen, Landeplätzen etc. Da, wo auch keine unmittelbare Gefahr ausgeht für den Luftverkehr, mhm. kann man natürlich diese Beleuchtung nur bei Bedarf einschalten. Und dieses ganze Thema wird halt von BNK mehr oder weniger gesteuert. Geregelt. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen und jetzt müssten wir natürlich wissen, wie funktioniert es denn genau, dass man die eben nur bei Bedarf einschaltet und diese Lampen eben nicht, wie es jetzt aktuell in den meisten Fällen der Fall ist, die ganze Zeit leuchten. Wie läuft das Ganze ab? Ein Flugzeug ist ja grundsätzlich erstmal mit einem Transponder ausgestattet beim Nachtflug. So. Das ist ein Sekundärradarsystem und dadurch habe ich ja ein Signal, was ich ja relativ gut dafür nutzen kann. Und wenn ich jetzt eine Anlage habe oder einen Windpark habe, der jetzt abseits von Flugplätzen ist oder von irgendwelchen Luftstraßen ist und sich jetzt ein Flugzeug bei Nacht nähert, kann ich ja dieses Signal von seinem Transponder dazu nehmen. Kann ich eine gewisse Distanz definieren, eine gewisse Höhe definieren und sobald das Flugzeug in diesen Bereich einfliegt, schaltet sich die Anlage automatisch ein und die Beleuchtung fängt an zu arbeiten. Genau, jetzt hast du von den Parametern gesprochen, das heißt, man kann wirklich einzelne Dinge genau für die Windenergieanlage, die man hat, definieren und festlegen. Das heißt zum Beispiel ein Abstand von 4000 Meter lateral, sagen wir mal 2000 Fuß vertikal, ein Flugzeug nähert sich an, unterschreitet das. Und durch dieses Signal des Transponders wird dann entsprechend das rote Warnlicht oder die rote Beleuchtung eingeschaltet und für den Piloten sichtbar, dass da jetzt ein Hindernis auf ihn zukommt. Okay. Natürlich möchte man das jetzt nicht wieder die ganze Nacht laufen lassen. Dementsprechend ist es in der Regel so, dass nach 10 Minuten, nachdem der Pilot bzw. die Maschine den Bereich verlassen hat, wird entsprechend die Beleuchtung wieder ausgeschaltet. Okay, und dann ist es eben bedarfsgerecht gesteuert. Genau. Wunderbar. Das ist so, wir reden darüber relativ häufig aktuell. War das denn vorher nie ein Thema? Also wie kam das jetzt auf, dass man jetzt sagt, man muss das bedarfsgerecht steuern, wo das ja die ganze Zeit normal quasi lief? Die Thematik dahinter ist natürlich, man möchte die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern. Mhm. Und je mehr Windparks kommen, desto höher ist natürlich die Verschmutzung, die Lichtverschmutzung und dementsprechend die Belästigung von Anwohnern. Mhm. Wenn ich natürlich nur 1-2 Windparks habe, ist es vielleicht noch vertretbar, wenn ich natürlich die doppelt dreifache Anzahl ab, dann wächst das natürlich. Dementsprechend ist natürlich ein Ziel des Gesetzes für den Ausbau von erneuerbaren Energien, diese ganze Lichtemission zu reduzieren, erheblich zu reduzieren. Okay. Und somit ist natürlich BNK dann mehr in den Fokus gerückt. Okay, was natürlich auch Sinn macht, gerade wie du sagst, wenn man wirklich in der Nähe wohnt, man kennt das ja manchmal, wenn man auch Urlaub macht oder so, dass man sich doch recht gestört dadurch fühlt und so eine ideale Lösung dafür hätte, das gerecht zu steuern. Genau, und darum geht es einfach, dass jetzt Leute, Bürger etc. dementsprechend offener sind, wenn man natürlich im Gegenzug denen auch dann anbieten kann, dass nicht die ganze Nacht entsprechend eine Lichtverschmutzung dadurch stattfindet. Okay. Wie ist es denn jetzt nun? Wer ist denn der Entscheidungsträger dafür, ob jetzt so eine Windenergieanlage dafür in Frage kommt für BNK? Grundsätzlich sind es immer die Landesluftfahrtbehörden, die zuständigen für dieses Gebiet. Das heißt, wir als DAS oder auch als DFS sind mehr oder weniger in einer beratenden Rolle unterwegs. Mhm. Wir können eine Empfehlung aussprechen, pro oder contra. Mhm. Aber am Ende des Tages muss die zuständige Landesluftfahrtbehörde dann das Ganze genehmigen oder aber auch ablehnen. Okay. Was brauchen denn jetzt die Behörden als Grundlage für so eine Entscheidung?
Also die Grundlage ist immer das flugbetriebliche Gutachten dafür. Mhm. Das wird von uns erstellt. Und da tun wir quasi verschiedene Parameter evaluieren, schauen uns das ganze Gesamtbild an. Gibt es Flugplätze in der Nähe? Gibt es Krankenhäuser in der Nähe? Gibt es ausgeprägte Luftstraßen und so weiter? Mhm. Und auf dieser Basis entscheiden wir dann, beziehungsweise empfehlen wir, ob ein BNK in Frage kommt oder nicht. Okay. Jetzt ist es ja so, dass wir einige Kunden schon beraten haben damit und als Flugsicherungsanbieter natürlich auch eine gewisse Expertise mitbringen. Was würdest du denn sagen, was sind denn die Vorteile davon, dass wir eben Flugsicherungsanbieter sind und BNK anbieten können? Grundsätzlich ist es natürlich so, wir betrachten nicht nur die Kontrollzone, sondern wir betrachten das gesamte Bundesgebiet, da wo entsprechend die Windenergieanlage steht bzw. gebaut werden soll. Ja. Und so haben wir natürlich einen besseren Überblick. Wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf unsere Zone in Friedrichshafen, Memmingen oder Karlsruhe, sondern auch in Brandenburg, Thüringen, wo entsprechend da die Anfrage ankommt. Das macht es natürlich für uns ein bisschen einfacher, weil wir können natürlich einmal auch dann feststellen mit unserer Expertise aus der Kontrollzone heraus, wo sind die Anflugwege, wo sind typische markante Punkte am Boden, sei es für Rettungshubschrauber, sei es für VFR-Piloten, sei es für Nachtflug, die sich so über die Jahre etabliert haben. Ja. Und das hilft uns natürlich dann, das Ganze besser einzuschätzen. Und dementsprechend tun wir natürlich auch jede Windenergieanlage für sich evaluieren und den Einfluss auf den Luftverkehr. Super. So, Raphael, jetzt hast du uns eine ganze Menge über BNK erzählt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen konntest heute dafür. Gerne. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben in das ganze Thema bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder dabei sind und wir haben auf jeden Fall noch jede Menge spannende Themen im Gepäck für die nächste Runde und vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.